Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal einen Klassiker neu aufgelegt. Und zwar, das ist das Fahrzeug, das ist das Nachfolgemodell eines bekannten BMW-Fahrzeuges. Und wie immer skizzieren wir mit dem Bleistift ganz leicht das Ganze vor. Hier auch nochmal der Hinweis, wie entscheide ich, wie weit die Achsen auseinander sind. Da gibt es bestimmte Grundlagen, die man wissen muss, weil das natürlich bei einem Kleinwagen, Mittelklassewagen oder Sportwagen immer anders aussieht. Aber genau, wenn ihr das lernen wollt, schaut bitte unter onlinekurse.akademieruhe.de. onlinekurse.akademieruhe.de. So, hier, wie ihr seht, die Silhouette, die wir jetzt ein bisschen ausarbeiten, die Rückleuchten. Also ziemlich futuristisch das Ganze. Da geht's auch runter. Die gesamte Linie fällt, also wie das eben so beim Sportwagen eigentlich ist, fällt ab nach vorne. Und dann die modernen Leuchten. Die bissige Schnauze, wenn man das so sagen kann. Das ist so das, was das Fahrzeug eigentlich so auch ausmacht. So, und dann von der Achse aus die Frontscheibe, die nach hinten in Rückleuchten endet. Der berühmte Knick in den Fenstern und das Ganze immer mit einem leichten, aber dynamischen Bleistiftstrich. Also versucht, ganz wichtig, versucht wirklich zu variieren zwischen den einzelnen Strichen, dass die nicht zu kräftig werden, zu leicht werden oder vor allem nicht ganz, ganz wichtig, nicht so ganz ausgearbeitet, nicht so ganz kräftig, weil dann verliert es wirklich an Dynamik und Spannung. So, die beiden Mittelpunkte der Felgen werden leicht nach innen versetzt, weil das perspektivisch korrekt ist. Manchmal übertreibt man es gerne auch ein bisschen mehr. Und hier gehen wir mit dem Marker und deuten einfach mal so die Kontrastfläche an, um dem Fahrzeug mal so ein bisschen mehr Visualisierung und Präsentationsplattform zu verschaffen. So, das Ganze vorne ebenfalls. Also das macht man eigentlich auch so gerne, um etwas vom Hintergrund sich absetzen zu lassen. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man das mit so einer Kontrastfläche macht. Ihr habt ja schon mal vielleicht in anderen Videos bei uns gesehen, mit einem Bleistift oder mit einem Pastellstift kann man so etwas auch machen. So, und dann gehen wir jetzt natürlich in die Schattierungen, in die Flächen. Die bekannten BMW-Lüftungsschlitze, weil da bricht sozusagen das Licht, da geht es nach innen und der kriegt jetzt einfach mal einen türkisfarbenen Anstrich. Also natürlich die hellen Stellen bitte auch weiß lassen oder mit einem ganz zarten Ton arbeiten, um
da nochmal so ein bisschen den Glanz im Lack zu erhalten zu bekommen. Also da auch nochmal ein Hinweis auf, da können wir ausführliche Tutorials, wie man mit Lack umgeht, was heißt eine dunkle Farbe oder helle Farbe, wie sind die Spiegelung im Fenster, wie werden die gemacht, schaut unter onlinekurse.akademieruhe.de. Da könnt ihr ganz, ganz viel zu dem Thema sehen. So, hier nochmal zu den Felgen. Die Reifen werden ein bisschen dunkler angedeutet. Und die Spiegelung im Fenster. So, und dann jetzt mit der feinen Seite kann man noch so ein bisschen die Kontraste rausholen, aber noch besser geht es mit Bleistift, mit so einem 2B-Bleistift. Ihr seht, das kriegt ordentlich Kontrast. Also hier natürlich bei den Leuchten. Hinten, also überall da, wo es auch wirklich Sinn macht, das gut auszuarbeiten. Und dann kann man auch mit dem Bleistift auch schraffieren. Das ist manchmal ein bisschen einfacher und schneller, als wenn man das so ganz genau mit einem Marker versucht zu machen. Weil diesen feinen, lockere Abstufung schafft man es mit dem Marker nicht. Und das ist natürlich beim Bleistift viel, viel einfacher und angenehmer. Aber ihr seht, das ist jetzt wirklich eine Schnellskizze, wenn man so eine Idee eines Fahrzeuges hat. Und mehr muss man da eigentlich nicht mehr an Intentionen einsetzen. So ist einfach der Charakter einer Schnellskizze. Also das ist das, was wir zum Beispiel, was ihr bei uns im Kurs auch lernen könnt. Es sei denn, ihr macht das so hobbymäßig oder ihr macht das für ein Studium, weil ihr Transportation Design studieren möchtet. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an unsere Teilnehmer, die jetzt für diesen Studiengang angenommen worden sind. Wir hoffen, ihr schaut zu und habt vieles wieder erkannt, was wir euch beigebracht haben. Also das ist das Ergebnis nochmal. Hier der Hinweis zu onlinekurse.akademieruhe.de. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.